Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Es gibt endlich ein Update. Für mich startet das Jahr mit etwas Gutem, denn ich habe meinen Bus zurück und ich bin ganz froh drüber. Heute will ich euch aber mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist, was war da los, warum hat das so lange gedauert, was hat das alles gekostet. Die Kostenaufstellung kommt ganz am Ende. Das heißt, falls ihr auch so ein Problem habt und das irgendwie auf euch zukommt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende kommt die Kostenaufstellung. Aber jetzt erstmal zum aktuellen Stand. Im allerbesten Fall ist euer letzter Stand mein letztes Bus-Update-Video, wie ich vom ADAC abgeschleppt wurde. Ich verlinke euch das sonst auch nochmal hier oben in der Ecke und das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht habe. Und ja, da war die erste Diagnose dann mal, es ist die Kupplung, also alles halb so wild. Aber es kam richtig dicke, denn ein oder zwei Tage später schon kam der Anruf von meinem Mechaniker und er hat gesagt, Johannes, es tut mir leid, aber du hast einen Getriebeschaden. Also nicht ich, aber der Bus. Ja Leute, das wird teuer, ähnlich wie die Spritpreise im Moment, aber so wie in der Formel 1 muss man auch als Bulli-Fahrer manchmal schnelle Entscheidungen treffen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das machen zu lassen. Wie hättet ihr euch entschieden? Machen lassen oder weg damit, weg mit der Karre, bloß aus den Augen damit? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Warum hat das jetzt aber alles so lange gedauert? Ganz einfach. Das Getriebe wurde ausgebaut und sollte dann hier in der Region instand gesetzt werden. Aber dabei hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich so kaputt ist, dass das viel zu teuer werden würde, das instand setzen zu lassen. Er hat mir hier jetzt auch so einen Ritzel mal mitgegeben. Ich blende euch da ein paar Detailaufnahmen ein. Dann könnt ihr mal sehen, wie das da drin aussah. Er hat noch gesagt, das war eins der besseren. Also das muss wirklich schlimm gewesen sein. Dann war die Frage, was tun? Die Alternative, ein generalüberholtes Ersatzgetriebe oder Austauschgetriebe zu besorgen. Das habe ich dann auch gemacht, bisschen im Internet recherchiert, bisschen telefoniert und habe dann auch was gefunden. Ich habe mich da so fürs mittelpreisige Segment entschieden und denke, das war eine ganz gute Wahl. Habe das bestellt per Echtzeitüberweisung bezahlt und dann sollte das innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei mir sein. War es aber nicht, denn dann ist das passiert. Ja, tatsächlich wurde die Spedition, mit der mein Getriebe verschickt werden sollte, beziehungsweise auch wurde, gehackt. Und ja, deswegen lag das Getriebe dann lange in Hamburg irgendwie fest. Der Verkäufer, die haben alles Mögliche getan. Ich habe viel mit denen telefoniert, aber denen waren natürlich auch die Hände gebunden, weil die den Auftrag an die Spedition abgegeben hatten und da auch nicht wirklich was tun konnten. Also die trifft da keine Schuld. Das waren die bösen Hacker. Das ist nicht cool, wenn ihr so da im Internet komische Sachen macht. Lasst das bitte. Schaut euch lieber YouTube-Videos an und gebt denen einen Daumen nach oben. Das ist viel besser als irgendwie irgendwo reinhacken. Jetzt ziehe ich wahrscheinlich den Zorn der Hacker auf mich und werde Opfer eines Cyberangriffs. Bitte nicht. Ich bin nur ein kleines Licht auf diesem Planeten. Also, wie gesagt, das Getriebe kam dann mit 2 Wochen Verzögerung circa in meiner Werkstatt an. Also da, wo mein Bus repariert wurde bei meinem Mechaniker. Und an den geht ein riesengroßes Dankeschön raus. Der konnte das natürlich nicht sofort machen, weil sich sein ganzer Zeitplan auch verschoben hat. Aber er hat sich tatsächlich zwischen Weihnachten und Silvester in die Werkstatt gestellt, um das Getriebe einzubauen. Die Zeit hätte er sicher auch lieber mit seiner Familie, mit seinen Kindern verbracht. Also riesen Dankeschön. Er hat dann auch ein, zwei andere Sachen gemacht. Aber dazu komme ich jetzt gleich bei der Kostenaufstellung. Thank you.
Kommen wir nun also zur Kostenaufstellung des Ganzen. Zuallererst haben wir natürlich mal das Austauschgetriebe, das mit 1290 Euro zu Buche schlägt. Allerdings sind davon noch 150 Euro Altteilkaution, die ich im besten Fall noch wiederbekomme, weil wir das alte Getriebe hingeschickt haben. Schauen wir mal. Ja, im Zuge des Austausches des Getriebes hat die Werkstatt noch einige andere Arbeiten gemacht. Zum Beispiel die Kupplung, das Zweimassenschwungrad, dann eine Achsmanschette vorne, glaube ich, noch beim Schaltgestänge haben sie noch so Plastikteile ausgetauscht und dann natürlich den Getriebeeinbau, 3 Liter Getriebeöl und das Ganze hat mich in der Werkstatt dann 1816 Euro gekostet. Somit kommen wir auf eine Summe von 3106 Euro. Wenn wir die Altteilkaution im besten Fall noch wiederbekommen, dann komme ich da mit 2956 Euro für die gesamte Reparatur auch raus. Das tut weh. Das tut echt weh. Digga. 2956 Euro. Das ist eine Menge Geld und ihr habt mir aber ein bisschen geholfen, denn ihr habt einen Teil davon gezahlt und zwar genau 90 Euro. So viel kam nämlich über Amazon Audible rein. Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, ihr könnt über diesen QR-Code hier an der Seite oder über den ersten Link in der Videobeschreibung einen Probemonat bei Amazon Audible abschließen. Das kostet euch gar nichts und ich kriege dafür eine kleine Prämie von 10 Euro. Also macht das gerne noch, wenn ihr mich da unterstützen wollt. Bisher kamen 90 Euro zusammen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist jetzt schon eine Menge Holz. Vielleicht kann ich ja mal eine Aufstellung machen all meiner Kosten, die ich bisher mit dem Bus hatte oder für den Bus. Wenn ihr das gerne sehen wollt, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich habe, glaube ich, noch alle Rechnungen. Das heißt, ich müsste da so eine Aufstellung eigentlich mal machen können. Fände ich selber auch ganz spannend. Also, wenn ihr das sehen wollt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie geht's sonst weiter? Bald ist TÜV hier dran für den Burschen und ich hoffe, da kommt nicht mehr allzu viel auf mich zu. Also die Bremsen wurden ja gemacht und sonst Zahnriemen und so weiter. Und sonst steht er, glaube ich, auch noch ganz gut da, hoffe ich mal. Also da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Und ich habe noch ein anderes Fahrzeug, das stelle ich euch bald hier auf dem Kanal auch vor. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist auch noch ein kleines neues Projekt, da freue ich mich drauf und werde es bald mit euch teilen. Deswegen abonniert den Kanal und hier könnt ihr noch ein anderes Video anschauen. Und jetzt erstmal nochmal alles Gute fürs neue Jahr, kommt gut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, ciao.